Ja, und hallo und herzlich willkommen zurück zu oder zu Let's Play Paraworld. Ja. Ich hoffe, ihr habt jetzt den Anfang gesehen. Natürlich ganz super Einleitungstrailer oder was auch immer. Aber ich werde jetzt nachschauen. Ich werde jetzt wahrscheinlich ein Standbild haben, aber naja, okay. Dieses Mal läuft die Aufnahme wenigstens. Ich habe zuvor schon mal aufgenommen, ungefähr 2 Stunden, aber es wurde einfach nichts aufgenommen. Okay. Ah ja, okay. Auswählen. Leute, wo ist die zweite Mission hin? Keine Ahnung. Egal. So, Mission starten. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die erste Mission bloß aufnehme oder die zweite auch. Je nachdem, wie lange ich dafür brauche. Meine Dame, meine Herren, wie kann ich Ihnen helfen? Mr. Babbitt, Ihre Gesellschaft, die SEAS. The Society for the Exact Alternative Sciences, ja? Sie genießt den außergewöhnlichen Ruf, alternative Forschung zu finanzieren und auch unorthodoxe Erkenntnisse zu berücksichtigen. Und wir benötigen Ihre Hilfe. Was wären das für unorthodoxe Erkenntnisse? Ich weiß, es klingt verrückt. Ich habe Schuppen gefunden. Die DNA ist die eines Triceratops. Aber meine Probe war keine 70 Jahre alt. Also jetzt hören Sie mal zu. Sie können mir nichts erzählen. Ich bin Geologe. Sie haben meine Fotos gesehen. Gesteinsschichten aus 3 unterschiedlichen Zeitaltern. Durcheinander gerührt wie Erdbeerjoghurt. Welche Kraft soll so etwas bewirken? Wenn ich mir diese Anmerkung erlauben darf, Sir, die astromechanischen Messungen im Rahmen meines letzten Projektes liegen Ihnen vor. Was Ihrer Meinung nach soll ich daraus schließen? Außer, dass es an diesem Punkt im Universum nicht eine Erde gibt, sondern 2. Offen gestanden, Sir, Sie sind unsere letzte Hoffnung. Wenn wir weiterarbeiten wollen, brauchen wir Ihre Unterstützung. Gut. Wir werden Ihnen ein paar Dinge zeigen, die Sie sicherlich inspirieren werden. Ada, Darling, würdest du dich freundlicherweise um die Herrschaften kümmern? Natürlich, Jarvis, sehr gern. Bitte folgen Sie mir. Willkommen an Bord, Miss Holmlund, Mr. Bendick, Mr. Cole. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich Ihnen, Miss. Oh, bitte nennen Sie mich Ada. Sie alle. Wir werden viel Zeit miteinander verbringen. Ein sehr gutes Stichwort, Miss Ada. Wo werden wir diese Zeit verbringen und womit, wenn ich mir die Frage erlauben darf? Zunächst werden Sie sich in unserem Trainingscamp auf die Expedition vorbereiten. Könnten wir vielleicht ein paar Details über die Expedition erfahren? Ich möchte Ihnen noch nicht zu viel verraten. Aber so viel kann ich Ihnen sagen. In ungefähr 6 Stunden werden wir unser Zielgebiet erreichen. Dort wird unsere Jumpbox ausgeklinkt und ein wenig später erreichen wir das Camp. Entschuldigen Sie, aber was zum Henker ist eine Jumpbox? Das da drüben. Sie meinen die Kiste? Wenn Sie so wollen. Mir schmeckt das ehrlich gesagt überhaupt nicht. Wissen Sie, ich werde einfach nicht gern in Umzugskisten und Flugzeugen geschmissen. Wieso nicht, Stina? Keine Lust auf ein bisschen Abenteuer?
Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich bin aus beruflichen Gründen hier. Wozu eigentlich dieser gepolsterte Karton? Ich nehme nicht an, dass wir darin Haifische oder so etwas beobachten werden. Ach, wissen Sie, damit kommen wir sicher runter, ohne dass jeder von uns einen Fallschirm benutzen muss. Naja, ehrlich gesagt, mir gefällt die Vorstellung trotzdem nicht. Also wenn Sie mich fragen, ich würde jederzeit mit Ihnen in die Kiste steigen. So, jetzt die Kiste da. Willkommen in Viking Park. Na, das ist doch was Feines. Gibt's da zufällig einen Gruppentarif? Oh ja, und wenn ab und zu mal hier so eine Art Standbild ist, dann gucke ich immer nach der Aufnahme. Mit den Grundlagen der Steuerung. Sie können Dialoge und Hinweise im Chatlog nachlesen. Sie sind sicherlich erschöpft von der Reise. Ruhen Sie sich erst einmal aus und machen Sie sich... Oh, jetzt werde ich auf Skype angeschrieben. Einen Moment. Gut gemacht. Okay. Wenn Sie das Mausrad nach vorne bewegen, zoomen Sie in das Geschehen hinein und können Ihre Einheiten aus der Nähe betrachten. Ja, aber man kann auch meine Maus nicht hören. Um einen Überblick über eine Situation zu bekommen, zoomen Sie heraus. Weil ich nutze momentan eine ältere Maus, weil meine andere Maus im Arsch ist. Und so, ja. Sie können auch die Kameraposition verschieben, indem Sie die Alt-Taste gedrückt halten, mit der rechten Maustaste auf einen Punkt in der Landschaft klicken und diesen dann zu sich heranziehen. Ausgezeichnet! Wir werden angegriffen! Zu den Waffen! Leider muss Ihre Ruhepause noch warten. Kommen Sie! Ja. Yeah. Ich bin zwar etwas demotiviert, das hier jetzt nochmal zu machen, aber naja. Fragezeichen weisen auf Orte hin, die für die Beendigung einer Aufgabe wichtig sind. Fahren Sie mit der Maus auf das Fragezeichen-Symbol. Sie erhalten einen Tooltip, der Ihnen genau erklärt, was Sie an dieser Stelle tun müssen. Aufgaben werden automatisch in das Questlog eingetragen, das oben rechts auf dem Bildschirm zu finden ist. Wenn Sie eine Aufgabe erhalten oder erfolgreich beenden, beginnt das Questlog zu blinken. Das geschieht auch, wenn sich eine Aufgabe ändert. Okay. Einheiten wählen Sie aus, indem Sie sie entweder mit der linken Maustaste anklicken oder mit gedrückter linker Maustaste einen Auswahlrahmen darum ziehen. Alternativ kann man die Einheiten auch im Army-Controller durch einen Linksklick auswählen. Befehle erteilen Sie mit der rechten Maustaste. Um beispielsweise eine oder mehrere Einheiten zu einem bestimmten Punkt zu schicken, wählen Sie die entsprechenden Einheiten aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste an die Stelle, zu der sich die Einheiten bewegen sollen. Wunderbar. Okay. Gut gemacht. Sie sollten Ihnen helfen. Bewegen Sie die Einheiten zu Ada. Eine so große Raubkatze habe ich noch nie gesehen. Sie greift die Arbeiter an. Tun Sie was! Der Arbeiter stirbt irgendwie immer wieder. Kämpfe und andere wichtige Ereignisse
werden auf der Minimap durch farbige, pulsierende Kreise dargestellt. So erkennen Sie sofort, wo ein Ereignis stattfindet. Durch einen Linksklick in die Minimap positionieren Sie die Kamera sofort an der gewählten Stelle. Ich möchte mir den Kadaver näher ansehen. Vorher sollten wir die Schäden begutachten, die der Angriff verursacht hat. In Ordnung. Wir kommen mit. Wenn Sie einen Gegner besiegen, erhalten Sie dafür eine besondere Ressource. Die Schädel. Je stärker ein Gegner ist, desto mehr Schädel bekommt man für ihn. Mit Ihrer Hilfe kann man Einheiten in eine höhere Stufe befördern. Je höher die Stufe ist, auf die eine Einheit befördert werden soll, umso mehr Schädel muss man dafür aufwenden. So, ich hoffe, der labert jetzt nicht weiter. Ich muss es mal schnell zurückschreiben. Dann hole ich mal feines Werkzeug, eh? Dafür haben wir unsere Leute. Die notwendigen Ressourcen finden sich hier in der Umgebung. Am besten, sie werfen ein Auge auf die Arbeiter. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht irgendwie unterbrochen, die Dialoge. Und dann schicke ich die mal zum Nahrung sammeln. Einige Arbeiter angeschlossen. Sie können Ressourcen abbauen oder ernten. Zum Beispiel Nahrung von Bärensträuchern. Nahrung wird benötigt, um neue Einheiten zu produzieren oder Forschungen zu betreiben. Wählen Sie die Arbeiter aus und schicken Sie sie mit einem Rechtsklick zum Bärenernten. So ein Szenario dauert so ungefähr, also um euch mal so zu sagen, wie lang so eventuell so ein Szenario dauert, das kann ungefähr so zwischen einer halben Stunde bis zu 40 Minuten ungefähr dauern. Manche auch länger. Weil ich an manchen einfach länger dran sitze, weil die schwieriger sind und sowas. Aber die Anfangsszenarien werden eigentlich recht einfach. Effizienz ist gleich Anzahl der Werktätigen mal Menge der Arbeitsleistung. Also brauchen wir mehr Arbeiter. Warum sagst du das nicht wirklich? So. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht gehört, wie ich gehustet habe. Wenn Sie weitere Arbeiter benötigen, können Sie diese im Haupthaus produzieren. Wählen Sie das Haupthaus aus und geben Sie die Produktion von 3 Arbeitern in Auftrag. Habe ich aber mehr produziert. So ist es genau richtig. Den lassen wir im Holz fällen. Wunderbar. Unsere Steinvorräte leeren sich viel zu schnell. Wir brauchen mehr Rohstoffe. Wir sollten uns aufteilen und nach weiteren Ressourcen suchen. Arbeiter ist bereit. Ressourcen können sich überall auf der Karte befinden. Auf der Minimap sind Steine und Nahrungsquellen durch weiße Quadrate gekennzeichnet. Wald zur Holzproduktion ist grün eingezeichnet. Und was sind diese, was ist dieser weiße Kreis? Was gibt's? Na egal, glaube ich einen halt mehr. Arbeiter ist bereit. Gibt's Arbeit? Von mir aus. Ja, bitte. Guter Gedanke. Also gibt es doch noch Stein hier. Ich schicke ein paar Arbeiter hin. Um die Wege der Arbeiter zu verkürzen, kann man Steinmetze und Forsthäuser in der Nähe von Ressourcenquellen errichten. Die Arbeiter bringen die abgebauten Ressourcen dann dorthin und nicht erst zum Haupthaus. Diese Gebäude erhöhen zusätzlich auch die Lagerfläche. Ist das Lager voll, können keine weiteren Ressourcen dieser Kategorie abgebaut werden. Sehr gut. Nachdem Sie den Steinmetz fertiggestellt haben, sollten Sie jetzt das Forsthaus bauen. Was gibt? Okay, Chef. Alles, was du sagst. Oder gesagt, ich mache alles, was er sagt. Weil sonst komme ich hier nicht weiter und ich möchte das noch zu Ende bringen.
Gut gemacht. Sehr gut. Wunderbar. Sehr gut. Wunderbar. So, 300 Stein sammeln. Kann auch ein bisschen dauern, weil die brauchen hier so ein wenig mit ihrem Stein. Gibt's Arbeit? Mit ihrem Gesteine. Steine sind auch sehr wichtig, vor allem später. Für bessere Kampfeinheiten und sowas. Ach, jetzt weiß ich, was das Grüne da ist. Das sind hier die neutralen Sachen. Stimmt ja. Und der Wald ist hier dann so ein großer Kreis. Okay. Ausgezeichnet. Wir haben genug Rohstoffe, um alle Gebäude zu reparieren. Tja, dann kümmere ich mich jetzt mal um das Praktische. Arbeiter können beschädigte Gebäude reparieren. Das kostet ebenfalls Ressourcen. Wählen Sie einen Arbeiter aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein beschädigtes Gebäude, um es zu reparieren. Gut gemacht. Schon unterwegs. Zu wo? Okay, die Aufnahme ist noch am Laufen. Tut mir leid für die kleinen Unterbrechungen immer, aber ich will da lieber nachschauen, weil letztes Mal, da habe ich hier, wie ich ja schon gesagt habe, ich habe 2 Stunden gespielt und es hat kein Stück aufgenommen. Kamera hier einfach. Ihr Held ist im Kampf besiegt worden. Sie können ihn jederzeit gegen eine bestimmte Menge Rohstoffe wieder anwerben, solange sie Zugriff auf eine Taverne haben. Okay. Ich hoffe, dass ich so gegen um 2 Uhr dann fertig bin, weil dann gehe ich wahrscheinlich noch ein bisschen woanders hin und dann, ja, ich soll 2 Stunden weg sein und dann werde ich einfach mal, ich muss mal gucken, ob ich auf jeden Fall heute mal noch das andere aufnehme, damit ich das Zeug rendern kann und dann, um es dann hochzuladen. Morgen. Mir war nicht klar, dass Wissenschaft körperlich so anstrengend sein kann. Leider ist Ihre Ausbildung noch nicht beendet. Sie sollten mehr Aufgaben delegieren. Besorgen Sie sich weitere Leute, die Sie unterstützen. Um bessere Kampfeinheiten produzieren zu können, müssen wir erst das Dorf weiter ausbauen, um anschließend Forschung betreiben zu können. Okay. Wohnhäuser erhöhen das Einheitenlimit. Ist das Limit ausgeschöpft, können keine weiteren Einheiten produziert werden. Sie können Gebäude drehen, bevor sie platziert werden. Wählen Sie einen Ihrer Arbeiter aus und dann ein Gebäude aus